Hallo, ist wieder der Martin mit einem neuen Let's Play von Out of the Park Baseball 16. Wir spielen mit den Cleveland Indians die Saison 2015-2016 und sind mittlerweile am sechsten Spieltag angelangt. Wir spielen zum dritten Mal jetzt gegen die Detroit Tigers. Die bisherigen zwei Spiele konnten wir gewinnen. Wir sehen auch hier im Standing, dass wir mit 4-1 Siegen vorne sind. Die Kansas City Royals haben auch 4-1, die Detroit Tigers jetzt 2-3, Minnesota 2-3 und Chicago 1-4. Wir haben gerade das letzte Spiel absolviert, spielen also morgen im Spiel erneut gegen die Tigers. Es ist das dritte Spiel der Serie. Simulieren wir den heutigen Tag. Können wir so lange ein bisschen hier auf die Statistik schauen. Jason Kipnis 40-0 beim Batting. Brantley 36-4. Santana 35. Murphy 2 Home Runs. Bei den RBIs ist es auch David Murphy mit 5. Es gibt eine Nachricht. Wieder der Windows-Farbfehler. Verletzungsupdate von den Chicago White Sox interessiert mich. Oh, 12 Monate fällt er aus. Böse erwischt. Da gehen wir doch direkt rein ins Spiel, sehen uns das an, schauen uns das komplette Spiel an. Unser Pitcher, unser Starter ist Corey Kluber. Der anderen Seite Alfredo Simon, das sehen wir uns dann aber während des Spiels noch die genauen Statistiken an. Hier also die Bilanz. Die Tigers 2-3, wir 4-1. Das Betting, die Tigers mit 28-1 auf Rang 5. Wir mit 30,5 bestes Team in der American League. Das ERA der Pitcher insgesamt 4,70 bei Detroit. Bei uns 2,49, davon die Starter bei Detroit 5,81 zu 2,12 und der Bullpen 3,05. Da sind wir nur bei 3,46, also da sind sie besser. Hier unser Lineup: David Murphy wieder drin, 3 Spiele gemacht, 2 Home Runs, 5 RBIs und auch Michael Bourne spielt, das heißt, von den Feldspielern heute nicht eingesetzt ist Tyler Holt, der hat zweimal gespielt. Ryan Raburn, der hat auch zweimal gespielt. Und Mike Aviles, der hat viermal gespielt. Start Game. Wir sehen also Corey Kluber beim Pitching. Klapper hat ja da wollte ich hin, Game Lock, hat ja gegen Houston das erste Spiel 3 zu 2 gewonnen. 6,1 Innings hat er da gepitcht. Hatte eine Game Score von 53. Ist nicht wirklich überragend gewesen. Der Pitcher CJ Young Award Gewinner ja des letzten Jahres. Und an der Linie zum Schlagen steht Rajai Davis 0 von 7 bisher. Das Lineup der Tigers sieht, also sie haben einige Spieler drin, die erste Einsatz, das ist auch für ihn, nein, das ist der vierte Einsatz schon, hat aber noch gar nicht getroffen. Guter Schnitt. Und auch am Ende Pitcher Nummer 6, Nummer 7, Nummer 8 und ja, Nummer 9 vielleicht noch etwas schwächer. Fangen wir an. Ein Progressive Field. Fünf hat er
per Strikeout rausgeworfen und jetzt der nächste Strikeout Nummer 1 heute, Nummer 6 in der aktuellen Saison. Ian Kinsler, 7 von 24, einen Home Run, 4 RBIs, 29-2 am Schlag. Und Michael Bourne, Centerfielder, fängt den Ball. Zweite aus. Miguel Cabrera, 8 von 22, 3 Home Runs, 5 RBIs, 36-4. Ist mit dem folgenden dann Victor Martinez bisher am besten am Schlag und hat aber auch die meisten RBIs und auch die meisten Home Runs. Und Kipnis wirft. Und das war's. Damit der Seitenwechsel. Pitcher für die Tigers ist Alfredo Simon. Scouting Report wollte ich schauen. Einen halben Stern hat er. ...2015er Game Log hat... ...ja, ist sein erster Einsatz. Karriere... ...er hat eigentlich schon 233 Spiele... ...75 als Starter... ...37 Siege, 39 Niederlagen... ...4,36, also so schlecht... ...sind seine Statistiken gar nicht... ...ist 34... ...und war sogar mal... ...2014 im All-Star Game... Gegen Michael Bourne 4 von 13, ein Home Run, 3 RBIs für ihn. Michael Bourne ja, zweiter Einsatz jetzt gegen Detroit. Hat 3 RBIs in Folge, ja, Hitting Streak, 3 Games, Scoring Streak, RBI Streak. Los geht's. Und Bourne kann seinen Hitting Streak ausbauen. Base Hit für ihn. Lonnie Chisenhall. 7 von 23. 3 RBIs. 30,4. Der Third Baseman. Ja, damit ist Bourne raus, aber Chisenhall ist an der First Base. Schauen wir mal, Chisenhalls Base-Stealing-Werte sind schwach. Die Defense der Tigers ist an der dritten Base schwach. Hernan Perez. Das heißt, wir könnten versuchen, mal von der zweiten auf die dritte zu kommen. Jan Gomez, der nächste am Schlag. 6 von 24, ein Homer, 4 RBIs. 25-0 hat er geschlagen. Und Wild Pitch. Damit haben wir Chisenhall jetzt an der zweiten Base. Und Jan Gomez ist wieder dran. Damit ist Gomez raus. Carlos Santana, 7 von 20, ein Home Run, 4 RBIs, 35-0. Und da fängt er ihn, Hairston hat den Ball. Damit seit dem Wechsel, wir kommen ins zweite Inning. Corey Clubber gegen Victor Martinez, den ehemaligen Indians-Spieler, 8 von 22. Aber nur 3 RBIs für ihn, 36-4. Und jetzt kommt er an die Base.
Yunis Cespedes, der nächste. 4 von 19, ein Home Run, 3 RBIs, 21-11. Und Moss hat ihn, der Right Fielder. Alex Avias, der Catcher. 3 von 19, 15,8. Kein Home Run, kein RBI. Und Strikeout von Corey Kluber, sein zweiter heute. Wenn man sich das Lineup der Tigers ansieht, dann muss man sagen, dass die heute wirklich ihren zweiten Kader oder zumindest ihre Ersatzspieler aufs Feld gebracht haben. Scott Hairston da zum Beispiel, ist ja dreimal an der Base. Zwei Einsätze für ihn. Der von Washington gekommen. Und neunter Strikeout Nummer 3. Corey Kluber. Damit hat er seinen Part erfüllt und darf wieder runter. Michael Brantley, der nächste am Schlag. Der Left Fielder, 8 von 22. Ein RBI. 36-4 im Schlag, aber bisher nicht wirklich effektiv. Ein RBI noch hier. Und Brantley ist draußen. Brandon Moss. 4 von 21, 2 RBIs, 19-0. Brandon Moss hat den schlechtesten Schlagschnitt. Das Aus Nummer 2. Und Jason Kipnis, Second Baseman. 40-0, 6 von 15, 1 RBI. Könnte man das Ähnliche sagen. Klingt gut, aber nicht wirklich effektiv. Oh, Iglesias, starker Fang. Damit Seitenwechsel. Wir gehen ins dritte Inning. Kluber gegen Hernan Perez. Der ist das erste Mal an der Base. Letztes Jahr hatte er ja 8 Spiele. Da war er 5-mal an der Base. Gegen Corey Kluber. Jose Iglesias. 6 von 20, 2 RBIs, 30-0. Das ist schon der letzte Pitcher, Quatsch, der letzte Batter der Detroit Tigers. Dann haben wir schon alle durch. Und der Walk für Iglesias gegen Kluber. 3 hatte er im ersten Spiel. Rachai Davis. 0 von 1. Und Strikeout Nummer 9 für Kluber. Ian Kinsler. Iglesias auf der dritten Base jetzt. Kinsler mit dem Base-Hit. Miguel Cabrera. Jetzt kommt Miguel Cabrera. Oh, das ist jetzt eine interessante Situation. Der beste Schlagmann der Tigers. Und Strikeout. Damit hat er jetzt 3 draußen. Sein 10. Strikeout, sein 5. heute. Und Alfredo Simon ist wieder dran. Gegen David Murphy 5 von 14. 2 Home Runs, 5 RBIs, 35-7. Das Ganze in den 3 Spielen. Und Base Hit von Murphy. José Ramirez. Der Shortstop. 5 von 19, 1 RBI, 26-3 für ihn.
Damit haben wir auch die Indians durch. Und Ramirez mit einem Double. Murphy von der Third Base. Mikey Bourne. 5 von 14. Hatte beim ersten Mal heute einen Hit. Und gefangen. Lonnie Chisenhall. Kein Hit heute. Und jetzt ist auch Chisenhall im Aus. Jan Gomez. Und Wild Pitch. Damit haben wir den ersten Punkt für die Indians. Jan Gomez bekommt seinen RBI, seinen vierten. Und Perez kann den Ball nicht fangen. Ein weiterer Punkt für die Indians. Es steht 2:0. Carlos Santana am Schlag. Und damit ist Santana draußen. Die Indians führen 2:0. Wir kommen ins vierte Inning. Victor Martinez gegen Corey Kluber. Moss hat ihn gerade, was das für ein Symbol ist, wo der hier drauf hat. Interessant. Mir eigentlich noch nie aufgefallen. Mikey Bourne. Was heißt das jetzt? Heißt gar nichts. Egal. Yunis Kespedes. Und er trifft ihn, das heißt, Kespedes darf vor zur First Base. Alex Avila. Strikeout Nummer 6 heute. Scott Hairston. Und aus. Damit. Die Indien sind wieder rausgekommen. 56 Pitches für Kluber. Simon hat 43. Simon natürlich. Michael Brantley ist am Schlag. Brandon Moss. Kespedes. Fast hätte er es geschafft, Brandon Moss. Jason Kipnis. Base Hit. Kipnis mit dem Base Hit. Der hat damit jetzt 41-2 am Schlag. David Murphy. 1 von 1. Und damit das Inning auch gelaufen. 27.333 Zuschauer ja da. Corey Kluber gegen Hernan Perez. Und Perez mit dem Base Hit. Jose Iglesias. Oh,
Iglesias mit einem Double und Santana ist an der Third Base. Keiner im Aus. Rajai Davis. Dann lässt er ihn fallen. Jan Gomez. Nein, Santana war es. Carlos Santana. Die Fielding Starts damit 98-1. Hält den Ball, fängt den Ball, das erste aus. Kinsler. 1 von 2 bisher. Und der erste Punkt für die Tigers. Perez mit dem Score. 2-1 steht es noch. Cabrera. Cabrera, schauen wir mal, wie der Gamelock sieht gegen Indians. Jetzt hat er 11-mal an der Base. Hatte beim ersten Spiel 3 Hits. Ein Home Run, ein RBI. Danach nichts mehr. Streak, also keine besonderen Werte jetzt gegen den und Strikeout für Clubber. Aber es geht noch 2-2. Simon gegen Ramirez. Michael Bourne. 1 von 2. Und auch der gefangen von Iglesias. Das zweite aus. Chisenhall. 7 von 25 bisher. Und der Home Run. Ein Solo Home Run von Lonnie Chisenhall. Sein erster in der aktuellen Saison. Und die Indians führen 3-1. Jan Gomez. Und jetzt der erste Strikeout. Der erste Strikeout für Simon, aber einen Home Run musste er auch hinnehmen. Corey Clubber, 78 Pitches. 6. Inning gegen Victor Martinez, den ehemaligen Indians-Spieler. Ein Base-Hit für Martinez. Yunis Kespedes, 0 von 1. Und der zweite Hit jetzt in Folge. Damit Martinez an der zweiten Base, Kespedes an der ersten Base. Alex Avila, 0 von 2. Und die Bases sind geladen. Die Bases sind geladen. Entscheidende Situation jetzt vielleicht. 86 Pitches gegen Clubber. Und Double Play, aber trotzdem einen Run für die Tigers. Damit 3-2 nur noch. Hernan Perez, 1 von 2.
Und Hernán Pérez jetzt mit dem Ausgleich. Es steht 3:3. Hat den Base-Hit geschafft. Wir sehen natürlich jetzt ein bisschen Bewegung im Bullpen der Indians. Den besten ERA haben Kyle Crockett. Kyle Crockett und Cody Allen. Cody Allen der Closer. Hutchison und Hagedorn werden wir nicht sehen. Brian Shaw macht sich warm. Ist ja den schlechtesten Schnitt. Ein Spiel, ERA von 54. Und Perez mit dem Steal. Iglesias. 1-1. Und Perez scored jetzt. Damit steht es jetzt 4:3 für die Tigers. Die haben das Spiel jetzt gedreht. Und ich denke, Corey Clubber wird dann wohl im 7. Inning nicht mehr draufstehen. Und Strikeout für Alfredo Simon gegen Carlos Santana. Michael Brantley. Davis hat ihn. Das tut er aus. Brandon Moss. Und jetzt kommt die Auswechslung bei den Indians. Brian Shaw kommt rein. Brian Shaw kommt rein. Im Bullpen sonst keine Bewegung. Das heißt, man wird ihm wohl jetzt dieses sechste Inning pitchen lassen. Jetzt kommt Brian Shaw natürlich rein. Das war jetzt ein Käse von mir. Das war nämlich noch der letzte Pitch von den Tigers gewesen. Jetzt also Brian Shaw gegen Ian Kinsler. Brian Shaw hat bisher in der aktuellen Saison ja gegen Houston beim 2:6 gespielt, hat aber zwei Hits in 0,1 Innings hinnehmen müssen. Kinsler gleich mit dem Walk. Miguel Cabrera. Double Play. Und jetzt haben wir bei den Indians Bewegung auf im Bullpen. Und ist findet sich Kyle Crockett im Bullpen ein. David Murphy gegen Simon. Einer von zwei heute.
Kinzler mit einem ganz starken Fang. Ramirez. Das tut der aus auch. Jetzt ist Ramirez im Aus. Michael Bourne. Einer von dreien. Und das dritte aus. Shaw hatte 11 Pitches. Jetzt haben wir Kyle Crockett also im Spiel. Kyle Crockett bisher ja 3 Einsätze, zweimal gegen Houston, einmal gegen Detroit. Hat er auch den Win im ersten Spiel zugeschrieben bekommen. Streaks, kein aktiver. Gegen Yoenis Céspedes. Alex Avila. Einer von dreien und der Strikeout für Kroke. Scott Hairston. Base Hit von Hairston. JD Martinez. Und Strikeout Nummer 2. Es gibt einen Pitcherwechsel, Joaquin Soria auf dem Feld. Diese 3 Innings gepitcht. Wir sind im 8. Inning gegen Chisenhall. Chisenhall ist raus. Wir haben jetzt auch wieder Bewegung im Bullpen. Red Chipinski macht sich warm. Jan Gomez gegen Soria. Gomez mit einem Double. Jan Gomez mit einem Double. Carlos Santana ist am Schlag. 0 von 3. Er hat aber auch schon einen Home Run geschlagen. Und der erste Strikeout heute für Soria. Schon ist der Einsatz von Santana wieder beendet. Wir haben Brantley. Nee, gibt es jetzt so. Porzellani ist da. Porzellani und hat gleich den Walk. Michael Brantley an der ersten Base, Jan Gomez an der zweiten. Brandon Moss ist am Schlag. Nicht geschafft. Es steht 4-3. Kyle Crockett bleibt noch auf dem Feld gegen Iglesias. Ich denke, dann wird er runtergehen. 12 Pitches für ihn. Und Base Hit. Jetzt der Wechsel. Red Chipinski. Mark Red Chipinski, 2,2 Innings, ein Hit, ein Error gegen Rajai Davis.
Strikeout, das dritte Mal heute. Ian Kinsler. Kinsler ist draußen und fahren in seiner zweiten Base. Und auch Miguel Cabrera, 3 Strikeouts heute. Es bleibt beim 4:2 und die letzte Möglichkeit jetzt für die Indians. Jason Kipnis gegen Al Albuquerque. David Murphy, 2 Home Runs hatten wir bereits. Und das war nichts. Strikeout gegen Murphy. 2 im Aus. 4:2 führen die Tigers. José Ramirez, die letzte Chance für die Indians, das Spiel zu drehen. Und das war's. Detroit gewinnt das Spiel gegen die Indians mit 4:3. Schade. Da wäre Klapper mit der Niederlage, da wäre mehr drin gewesen in meinen Augen. Da die Tigers ja wirklich einige schwächere Spieler eingesetzt hatten. Aber Alfredo Simon bekommt den Sieg. Und damit ist auch dieses Spiel jetzt Geschichte. Wir schauen kurz bzw. simulieren diesen Tag zu Ende. Ah ja, da haben wir also jetzt Anthony Swarczak. Was wollte ich denn mit dem eigentlich? Ach so, ja, den wollte ich ja ins Farmteam stecken. Den setzen wir. Wo setzen wir den hin? Warum eigentlich? Was habe ich denn mit dem vorgehabt? Spirit Wafers, also setzen wir auf 40, also in den 40-Mann-Rooster. Also so, das hätten wir. News haben wir eigentlich auch keine. Standing. Schauen wir uns das mal an, wie jetzt im Moment die Situation ist. In der American League East die Red Sox und Tampa mit jeweils 4 Siegen, 2 Niederlagen. Die New York Yankees 3-3, Toronto 3-3, Baltimore 2-4. In der Central Division Kansas 5-1, die Indians 4-2, die Tigers 3-3. Chicago und Minnesota jeweils 2-4. Und in der West Division Houston 4-2. Die haben also nach der schwachen Serie gegen die Indians die nächste Serie komplett gewonnen. 3-0. Seattle 4-2, Texas 3-4, Los Angeles 2-4 und Oakland 2-5. Die National League interessiert uns jetzt gar nicht mal so. Wir müssen, das heißt die Indians müssen als nächstes gegen die White Sox antreten. Allerdings sind es nur 2 Spiele gegen die White Sox, ehe dann eine Serie gegen Minnesota folgt. Das ist dann wieder eine 3-Spiele-Serie. Das wird jetzt dann natürlich spannend. Die White Sox und Minnesota jeweils 2 Siege, 4 Niederlagen. Da ist also schon was drin.
Gut, damit war es das wieder mit dem neuen Out of the Park Let's Play. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Feedback geben würdet. Und wir hören uns. Bis dann. Ciao.